Geschäft und freue mich, dass ich sie jetzt hier durchführen kann. Die CeBIT in diesem Jahr steht bei uns ganz im Zeichen eines neuen Gerätes, das am 25. März auf den Markt kommt, in Deutschland, in Europa und das gerade gestern aktuell in Japan gelauncht worden ist, der Nintendo 3DS. Der Nintendo 3DS ist die erste Videospielkonsole, die es ermöglicht, dreidimensionale Bilder zu sehen, ohne eine Spezialkamera nutzen zu müssen. Und wir sind uns sicher, dass wir damit das Videospiel in die nächste Dimension reinführen. Und wir glauben auch, dass wir der 3D-Technologie insgesamt zum Durchbruch verhelfen können, weil wir hoffentlich das erste Gerät sind, das im Massenmarkt sich durchsetzen kann in dieser neuen 3D-Ära. Bevor ich aber hier noch weiter Ihnen schildere, warum wir das glauben, möchte ich Ihnen einen kurzen Trailer zeigen, damit Sie mal einen Eindruck vom Nintendo 3DS bekommen. Gibt es mehr Sound? So, ich hoffe, wir konnten Sie mit dem Trailer in die Welt des Nintendo 3DS reinholen. Nichts ersetzt allerdings die eigene Spielerfahrung. Sie können 3D nicht auf einem 2D-Bildschirm darstellen. Das heißt, Sie müssen selber unbedingt mal Hand ans Gerät legen und selber eintauchen in die 3D-Welt. Ich hatte vorhin gesagt, wir glauben, dass wir der 3D-Technologie insgesamt zum Durchbruch verhelfen. Warum? Weil wir die entscheidende Barriere beseitigen, die es bisher gab, nämlich die 3D-Spezialbrille. Das heißt, der Videospieler kann direkt ins Spielerlebnis eintauchen. Es steht nichts mehr zwischen dem Videospieler selber und dem Spiel. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil dadurch tauchen sie ein, sie haben mehr Interaktion. Und das ist etwas, was Nintendo sich für dieses Gerät hier auch auf die Fahne geschrieben hat, nämlich auch die Interaktion zwischen den Spielern noch stärker zu fördern. Wir haben dazu einige Features neu eingebaut, den Street Pass und den Spot Pass. Der DS-Spieler, der den Street Pass aktiviert hat und an anderen Leuten vorbeigeht, die das auch getan haben, die tauschen automatisch Informationen aus. Sie haben also auf einmal, wenn sie ihr Gerät öffnen, Mii-Charaktere, Spielstände auf ihrem Gerät und haben schöne Überraschungsmomente, wenn sie dann zu Hause sind und sich das Gerät angucken. Beim Spot Pass werden sie automatisch mit den passenden Hotspots verbunden oder auch zu Hause mit ihrem WLAN. Und auch da erhalten sie per Download zusätzliche 3D-Items oder sie kriegen auch andere Contents, andere Inhalte auf ihr Gerät, die nicht unbedingt nur was mit Spielen zu tun haben. Beispielsweise haben wir mit Eurosport eine Kooperation, da werden Sie also Sportvideos in 3D immer wieder sehen können. Oder wir haben eine Kooperation mit Artman Studios, die Shaun das Schaf für uns extra in 3D animieren, in 3D rausbringen. Da freue ich mich als Familienvater besonders drauf. Wir haben allerdings noch einige andere Features, die zeige ich Ihnen auch gerne nochmal hier. Wir haben hier beispielsweise eingebaut drei Kameras beim Nintendo 3DS. Zwei Außenkameras, die beiden hier, und mit denen machen Sie 3D-Bilder.
Sie haben gleichzeitig auch eine Innenkamera, mit der können Sie sich selber aufnehmen und dann ins Spielgeschehen rein integrieren. Sie können also mit Ihrem eigenen Bild spielen. Und das ist gerade bei einem vorinstallierten Spiel wie Face Raiders enorm lustig, sich da selber zu sehen und hier selber mit sich zu spielen. Wir haben auch einen Schrittzähler eingebaut, bei dem Sie quasi virtuelles Spielegeld sammeln können, das Sie dann irgendwann mal auch in den Spielen benutzen können. Eine sehr witzige Funktion aus meiner Sicht ist der Me-Maker. Sie können also Ihr eigenes Avatar kreieren, Ihr eigenes Ego nochmal hier abbilden. Und zwar diesmal sehr einfach, indem Sie ein Bild von sich selber machen. Und dieses Bild wird automatisch in ein Me, in Ihr eigenes Avatar, umfunktioniert, mit dem Sie dann auch entsprechend spielen können. Wir haben Augmented Reality eingebaut. Einige Kollegen sehen sich das auch schon gerade an. Das ist nichts anderes als die Verschmelzung von virtueller und realer Welt. Es ist phänomenal, wenn auf einmal aus irgendwelchen Karten irgendwelche Tiere, Monster, Mario-Figuren auftauchen, mit denen